Das Sujet dieser Oper ist weder politisch noch religiös. Es ist fantastisch. So schrieb Giuseppe Verdi zu seiner 1847 uraufgeführten Oper Macbeth, mit der er seinerzeit Neuland betrat, an der Schwelle vom romantischen zum realistischen Musiktheater. Denn mit seiner sehr ausdifferenzierten und individuellen Musiksprache eröffnete Verdi dem Operngesang hier nicht nur ganz allgemein neue Freiheiten, er sprengte geradezu die traditionellen Formen zugunsten eines wahrhaftigen musikalischen Ausdrucks. Die übliche Liebesgeschichte oder auch die glänzende Tenorrolle sucht man in Macbeth vergebens. Verdi konzentriert sich vielmehr auf die Schattenseiten der menschlichen Seele, beschreibt die abgründigen Leidenschaften, mit der Macbeth und seine Lady die Macht an sich reißen wollen, mit der Konsequenz, alle und alles um sich herum der Zerstörung preiszugeben. Regisseur Martin Schüler erzählt eine psychologisch sehr dichte Geschichte auf einer klar gezeichneten, fast magischen Bühne, auf der es für die handelnden Personen keinen Ausweg gibt, keine Fluchtpunkte vor ihren Taten und deren Folgen. Zumal auch die Hexen die Geschehnisse mit düsteren Prophezeiungen vehement vorantreiben und auf ihre Art begleiten. Der Weg von Macbeth und seiner Lady ist von Leichen gepflastert. Ein König, der beste Freund, die grausamen Morde an ihnen werden zum Ausdruck der Haltlosigkeit des brutalen Paares, das jedoch an den Folgen dieser Gewalttaten an zerstörten Seelen letztlich auch zugrunde geht. Und Verdis Musik dazu den Verlust des Humanen beschreibt, die einzig aufklärende Botschaft in diesem so abgründigen Meisterwerk.